Hallo und herzlich willkommen zur Online-Andacht der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Rostal. Schön, dass du dabei bist, entweder schon zum wiederholten Male oder auch ganz neu. Ich bin Thorsten Rumpf, ein Mitglied unserer Gemeinde. Wir, die Landeskirchliche Gemeinschaft in Rostal, gehören zum Hensoldshöher Gemeinschaftsverband in Gunzenhausen und sind Teil der Evangelischen Landeskirche. Und in diesen Zeiten jetzt haben wir, wie viele andere auch, nach Wegen gesucht, um mit den Mitgliedern und Freunden unserer Gemeinde in Kontakt zu bleiben oder auch ganz neue Freunde zu gewinnen. Und so lade ich dich ein. Melde dich bei uns, wenn du Fragen zu unserer Gemeinde hast oder zu den Dingen, die wir in dieser Andacht oder unseren anderen Angeboten sagen. Wir sind auch in dieser Zeit für euch da. Die Kontaktdaten findet ihr unten in den Informationen zum Video und am Ende im Abspann. Ich bin begeisterter Modelleisenbahner. Mein T-Shirt zeigt es und wenn ihr meine Frau fragt, so würde sie diese Aussage wohl manches Mal bestätigen. Echte Modellbauer werden 7, danach wachsen sie nur noch. Das T-Shirt habe ich mir in Hamburg gekauft und manch einem wird es dämmern, wenn ein Modelleisenbahner von Hamburg spricht, dann muss da natürlich das Miniaturwunderland kommen. Dort habe ich mir das T-Shirt gekauft. Meine Frau und ich, wir waren im Februar in Hamburg. Gott sei Dank, mieses Wetter an einem Tag und wir haben den ganzen Tag im Wunderland verbracht. Und es ist ja tatsächlich ein Wunderland. Vieles, was der geneigte Modellbauer zu Hause gar nicht umsetzen kann. Kleinste Details, große technische Entwicklungen, begeisternd nicht nur für Modellbauer. Wenn ich an den Flughafen denke, jahrelange Planung, weil Gerrit Braun die Flugzeuge eben nicht an Seilen aufhängen wollte. Sie sollten sich auf dem Vorfeld ja frei bewegen und zu ihrer Parkposition rollen können. Aber gleichzeitig sollten Start und Landung täuschend echt aussehen. Und es ist gelungen. Mit viel Tüftelei, technischer Raffinesse, Geduld, Akribie, manchem erfolglosen Versuch und ganz viel Hingabe. Und das ist für mich zu einem Bild geworden. Wenn schon die Braun-Brüder und ihre Mitarbeiter so viel Zeit und Kraft und Geld und Energie und Enthusiasmus in ihre Miniaturwelt stecken, wie viel von all dem und noch viel mehr hat Gott eigentlich in seine Welt gesteckt? Wenn im Wunderland etwas misslingt, dann wird es abgerissen und weitergetüftelt, neu gemacht. Und Gott hat seine Welt geschaffen und sie war perfekt. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Das war Gottes Urteil über seine Welt, ganz am Anfang. Die Schöpfung und auch wir Menschen waren perfekt. Da waren keine Macken dran. Nicht eine Sache, die nicht so gut gelungen ist und nichts, was man später mal noch nacharbeiten musste. Gott geht mit seinen Geschöpfen, den Menschen, jeden Abend spazieren im Garten und sie haben Begegnungen und Austausch, Zeit miteinander. Etwas, das manche von uns vielleicht erst jetzt in dieser Zeit wieder richtig zu schätzen lernen. Damals war das ganz normal. Eigentlich doch wie im Wunderland. Wenn die Erbauer dann mal zufrieden sind, dann ist es perfekt. Farben, Formen, Szenen, bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Und dann kommt der Teufel, also in Gottes Welt. Er versucht Adam und Eva und die beiden fallen auf die Lügen herein. Im Wunderland genügen schon die Besucher. Unzählige Figuren, Gestaltungsgegenstände und auch schon Wagen sind von der Anlage verschwunden. Die heile Welt bekommt Kratzer. Und im Falle des Wunderlandes werden diese immer mal wieder beseitigt, indem die Szenen nachgearbeitet und nachgestaltet werden. Es wird geputzt und gesaugt und wer die Anlage nicht in- und auswendig kennt, dem fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, dass manchmal etwas nicht so ist, wie es sein sollte. In Gottes Welt ist es leider nicht so einfach. Denn hier haben die Menschen ein Eigenleben.
Sie sind nicht einfach festgeklebt auf einer liebevoll gestalteten, durchdachten Eisenbahnanlage. Sie sind nicht einfach in eine Szene hineingesetzt, aus der sie nicht raus können. Wir Menschen haben einen freien Willen. Und den haben wir Menschen auch ausgiebig genutzt, vor allem, um uns von Gott zu entfernen. Ich will nicht jede Geschichte aufzählen, das würde viel zu weit führen, aber schaut doch mal ins Alte Testament, den ersten Teil der Bibel hinein. Da findet ihr ganz vorne die Geschichte, wie Gott die Welt und uns Menschen ins Leben ruft. Und dann kommt die Geschichte von Kain und Abel, dem Brudermord. Und der Versuch der Menschen, sich unsterblich zu machen mit dem Turmbau zu Babel. Und noch vieles mehr. Und so oft die Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen und versuchen, es besser zu machen, landen sie auf der Nase. Und genauso oft reicht Gott ihnen die Hand, reicht Gott uns die Hand. Schauen wir in die Geschichte hinein, Gottes mit seinem Volk, den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, die Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft, die 10 Gebote am Berg Sinai, die Stiftshütte und dann die Zeit der Richter und der Propheten. Über Jahrtausende erstreckt sich Gottes Versuch, die Menschen mit seiner Liebe und Fürsorge zu erreichen. Welch eine Akribie und welchen Einsatz Gott hier an den Tag gelegt hat, um uns Menschen Gutes zu tun. Ist uns das eigentlich bewusst? Gott hat im ersten Teil der Bibel schon deutlich gemacht, er ist ein gerechter Gott. Da kann ich einfach darüber hinwegsehen, was alles schiefläuft. Aber er will unbedingt Gemeinschaft mit den Menschen, die er nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Das ist das Ziel Gottes. Und alles, was er im Alten Testament tut, verfolgt dieses Ziel. Gemeinschaft Gottes mit den Menschen. Und so setzt sich das im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, fort. All die Versuche im Alten Testament, mit den Menschen in Kontakt zu treten, waren nur bedingt von Erfolg gekrönt. Weil wir Menschen immer meinen, es besser zu wissen und uns ja nicht von Gott einengen lassen zu müssen. Und dann tut Gott das eine. Er schickt seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Wir sind gerade in der Passionszeit, in der Vorbereitung auf Ostern. Wir kommen von Weihnachten her. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Das feiern wir an Weihnachten und wir gehen auf Ostern zu, auf Jesu Tod und Auferstehung. Und auch wenn die Feierlichkeiten in diesem Jahr vielleicht ausfallen, so fällt Ostern ja Gott sei Dank nicht aus. Denn Ostern, Jesu Tod und Auferstehung, das ist das Mittel, das Gott wählt. Alles andere hat vorher nicht funktioniert. In einer unserer vorangegangenen Andachten hat Matthias Ziegler, unser Pastor, das schon erklärt. Es brauchte immer und immer wieder das Blut von Tieren. Opferfeste wurden gefeiert, damit die Schuld der Menschen getilgt wurde, damit Menschen Gott begegnen konnten. Und mit dem Opfer seines Sohnes beendet Gott das ein für alle Mal. Durch Jesus Christus ist der Weg zu Gott frei. Für jeden von uns. Egal wo du herkommst, was du gemacht hast, was du glaubst oder was du meinst, Schlimmes getan zu haben. Durch Jesus Christus kannst du Gott begegnen, ohne etwas leisten zu müssen oder besonders fromm zu sein. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Im Wunderland muss ständig nachgebessert, gereinigt, ersetzt werden. Die Erlösung durch Jesus Christus ist perfekt, für alle Zeit. Da kann keiner etwas abbrechen, zerstören oder wegnehmen, um es für sich alleine zu haben. Wir gehen auf Karfreitag zu. Dort am Kreuz wird Akribie sichtbar und greifbar, mit der Gott sich um seine Welt und um seine Menschen kümmert.
Da muss niemand mehr nachbessern. Und da muss auch niemand von uns etwas dazu tun, damit es gelingt. Darf ich dich heute einladen? Einladen, Gott dafür zu danken, dass er seinen Sohn gesandt hat. Dass er den Weg frei gemacht hat, dass wir ihm begegnen können. Und darf ich dich heute einladen, dass du in Kontakt mit Gott trittst? Bete einfach. Sag ihm, was dich bewegt. Du musst keinem Schema folgen und keine Form einhalten. Du musst keine besondere Körperhaltung einnehmen und du musst dich auch nicht einer besonderen Sprache bedienen oder dich besonders fromm ausdrücken. Bete einfach und sage Gott, was dir auf dem Herzen liegt. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann melde dich gerne bei uns. Gott sehnt sich nach dir, nach Gemeinschaft, nach Zweisamkeit mit dir. Und in diesen Tagen können wir diese Sehnsucht vielleicht sogar etwas nachfühlen, weil es uns selbst so geht, dass wir uns nach Kontakten und Begegnungen sehnen. So ist Gott. Das hat er getan, um dir zu zeigen, dass du es ihm wert bist. Das hat er getan, um dir den Weg zu ihm zu öffnen. Nichts und niemand kann diesen Weg wieder versperren. Gottes Einladung an dich steht. Willst du mir begegnen?